Nein. Sehe ich richtig? Dann ist hier eine Mine. Geil. Ja, Alter. Ja, Alter, eine Mine. Oh, oh. Ah. Hm. Die doofen Deppen sind auch schon wieder da. Die doofen Deppen, ne? Also, warte. Oh Gott. Ja, klar. War ja so klar. Ich glaube, das da drüben ist auch Aluminium. Ist nur die Frage, wie ich da jetzt rüberkomme. Ohne, dass die mich runterballern. Weil die Zombies können ja nicht springen. Das ist wirklich ein Schacht. Coole Sache. Noch mehr. Ich mag die nicht. So. Ja, man muss sich einfach immer absichern, dann funktioniert es auch. Ich meine, ich habe... Oh nein. Ich habe hier nur eine Eisenhose an. Und mehr eigentlich nicht. Also ohne eigentlich. Mehr habe ich nicht an. Und trotzdem bin ich bisher nur einmal gestorben. Aua! Hä? Von wo? Keine Ahnung, von wo der geschossen hat, ey. Eigentlich wäre es nice, wenn wir in die Höhle vordringen. Was halt schwierig wird, ist da runter zu kommen erstmal. Brauche ich mal Pfeil und Bogen.
immer den Weg, den Rückzugsweg frei machen. Das heißt, Unebenheiten klären. Und sowas eigentlich vermeiden. Pfeile sind schon mal gut, aber ein Bogen wäre mir lieber gewesen. Da oben ist noch Aluminium. Nice. Hä? Was ist denn hier los? Ist da irgendein Mod drauf? Muss sonst so ein Baumod-Muster mit drauf sein. Ich weiß, dass es da einen gab. Aber ich habe den noch nie gespielt. Kannst du ganz schnell nach oben bauen. Ist noch mehr. Dann gehen wir doch da mal hin. Junge. Kleiner enger Raum ohne als Ausgang. Gefährlich. Ja, wir haben halt noch nicht so viel Aluminium. 6 Stück. Also warte, 3 Aluminium geben 3 Aluminium geben 4 Brass, also 5, also sagen wir 8. Das Ding braucht 2. Ich brauche noch ein bisschen Kupfer. Aluminium. Ist einfach so. Ich würde auch gerne runtergehen und das Gold holen, aber ich habe im Moment nicht mal mehr Fackeln. Bei Fackeln ist ein kleines Problem. Hier war noch irgendwo Kohle. Ich meine, man muss einmal Risiko eingehen, dass man vorwärts kommt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder? Ich würde schon sagen. Ich habe aber auch nicht mehr so viel Spitzhacken. Ach so, vor allem das Gold kann ich ja gar nicht abbauen. Also Blödsinn. Gold kann ich nicht abbauen. Dann brauchen wir da auch nicht runter.
Oh ne. Okay, die killen sich gegenseitig. Das hört sich gut an. Da sind wir gut weggekommen. Nein. Ich will noch nicht sterben. Was ist der andere? Da. Okay. Da ist ein Spinnenspawn, oder? Ja. Okay, was bist du? 10. Ich hab halt. Komm, bleib hier. Nein. Ach, danke. Weil theoretisch müssten wir fliegen können. Ich weiß nur nicht, wie der Morph-Mod geht. Bin noch nicht damit beschäftigt. Klar, aber als Spinne hast, als Fledermaus hast du auch den Nachteil, dass du kaum Leben hast. Keine Kiste gefunden. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, regenerier doch mal ein bisschen. Hab ich nicht mal mehr Werkzeug hier. Okay, also hier zu bleiben lohnt sich jetzt für mich nicht mehr. Das heißt, wir müssen nach oben. Und hier gibt es noch genügend Ressourcen. Und die werden wir uns auch holen. Diese roten Kristalle, die haben irgendwie eine besondere Fähigkeit, glaube ich. Die lassen hier irgendwie alles schneller wachsen. Ups, nein, 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 nein. Nicht nach unten. Ah, warte mal. Hey, das ist der Weg nach oben. Okay. Über das Wasserding kommen wir wieder hoch. Das ist gut. So, gucken wir erstmal, ob wir das so rauskommen.
Ja. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von da. Nee. Nee, da können wir nicht hergekommen sein. Da ist zu dunkel. Haben wir wieder sehr gut gemacht. War es vielleicht hier? Nein, da sind wir gerade von der anderen Höhle gekommen. Vielleicht hier. Vor allem ohne Werkzeug. Ah, warte, ja, okay. Hier, genau, da war das Wasserloch. Und das Wasserloch habe ich mich schon gar nicht mehr dran erinnert. Oh, und es ist Nacht. Es ist Nacht. Warte mal. Nein. So, warte mal. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, von da drüben eigentlich. Ist immer gut, wenn man nicht weiß, wo man herkommt. Super. Ja, logisch. So, liebe Freunde, aber das soll es gewesen sein von der ersten Aufnahmesession von dem neuen Minecraft-Projekt. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nie das Like, Abo oder Kommentar. Und ja, bis zur nächsten Session. Haut rein, macht's gut. Ciao.